U3 nach Wandsbek Gartenstadt, einsteigen bitte. U3 to Wandsbek Gartenstadt, please enter. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Subway Sim Hamburg zusammen mit Tobi. Moin, lang ist her. Ja, lang ist her, aber wir sind zurück. Fast ein Monat. Wir sind hier im Hauptmenü des dieser neuen Simulation, die jetzt natürlich schon alle vor uns angefangen haben zu spielen. Und wir sind jetzt natürlich Nachzügler, weil wir ein bisschen verschollen waren. Aber ja, jetzt kommt es auch bei uns. Und ich würde sagen, ich starte einmal direkt rein und wir sehen uns dann gleich im Spiel wieder. Moin Moin! Heute fährst du einen regulären Hochbahnzug. Achte darauf, an jedem Bahnsteig vorn zu halten, deine Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Achte darauf, dass du dich immer an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hältst und keine roten Signale überfährst. Informationen über die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung und das nächste Signal findest du in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Viel Glück und eine sichere Fahrt. Genau, hier sitzen wir in unserem Zug. Haben hier einmal alles Wichtige. Hier haben wir den Bordcomputer, den wir gleich noch eingeben müssen. Hier sehen wir die Haltestellenkameras. Hier sehen wir ein paar Informationen zu unserem Zug. Hier, ob die Türen offen oder geschlossen sind. Und hier haben wir einmal die Tabelle, mit der wir hingeben können, wo wir denn hinfahren wollen. Jetzt brauchen wir erstmal unsere Zugnummer. Wieder zu unserem Haltestellencode. Wir sind hier in Barmbek und wollen Richtung Wandsbek Gartenstadt fahren. Ist eine Ringlinie, wie ihr seht. Gehen wir nach Barmbek und dann noch weiter nach Wandsbek Gartenstadt. Aber wir wollen in die Richtung halt fahren. Das heißt, wir müssen uns die Tabelle hier anschauen. Das heißt, unser Haltestellencode ist die 67. Und die Abfahrtszeit und Abfahrtsminute, das ist 7.02 Uhr, habe ich schon rausgesucht. Das heißt, das geben wir einmal in den Bordcomputer direkt ein. Das war die 67 als erstes. Warte das mal an. So. 67. Dann wollen wir 7.02 Uhr fahren. Unsere Zielnummer ist Wandsbek Gartenstadt, das ist die 86. So, ein Fahrer-ID können wir uns irgendwas aussuchen, wie wir wollen. Das ist egal. Nehmen wir aber den grünen Knopf und dann zack, unser Signal ist grün. Und wir werden einmal dazu angehalten, die Türen zu öffnen. Hier öffnen vielleicht nochmal unsere Fahrertür. Dann können wir einmal jetzt auch sehen. Fahrgäste. Ja genau, die steigen jetzt ein, wenn sie mitfahren wollen. Hier steht es auch dran, U3 nach Hauptbahnhof Süd, weil es eine Ringlinie ist. Wäre jetzt doof, wenn wir Wandsbek Gartenstadt dran schreiben würden, weil dann wüssten die nicht, dass wir erstmal noch das Ringel fahren und nach Wandsbek Gartenstadt fahren, sondern die könnten ja auch denken, wir fahren direkt dahin. Deswegen steht erstmal Hauptbahnhof Süd dran, weil wir noch am Hauptbahnhof vorbeikommen und danach fahren wir dann nach Wandsbek zurück im Ringel und dann, nach Barmbek hier zurück, wo wir gerade stehen und dann noch weiter nach Wandsbek Gartenstadt, was dann die Gegenrichtung ist. Oder? Nee, Quatsch, in die Richtung, das ist über die Brücke da drüber. Wie auch immer, werden wir dann gleich sehen. Ich mache mal unsere Tür wieder zu, weil wir gleich schon abfahren dürfen. Ne? Genau, wir haben es Punkt 7.02 Uhr. Ich mache die Türen zu und dann würde ich sagen, geht's direkt los, ne? Jo, ich sehe als Unterschied so zu U3, was ja unser letztes Zugprojekt war, ziemlich deutlich, du hast sehr viel mehr Menüs und dir wird alles, du kannst es zwar auch manuell ablesen. Ausstieg links. Ich kann auch die Menüs anders machen, ne? Du kannst die aber Menüs ich bin nicht so vertraut, deswegen mache ich mir lieber die Menüs an. Hier leider. Ich habe nur gerade gewartet wegen Ansage. Ja, und manchmal die Ansagen manchmal auch so schlecht hört, ist auch mal ganz gut, wenn man da oben dann stehen hat, welche an. Welche Haltestelle die nächste ist. Es gab jetzt auch schon einen Patch-Update. Als hier rausgekommen ist, da haben sich die Menüs nochmal deutlich verbessert. Die sahen am Anfang sehr, sehr schlimm aus, sage ich mal. Aber wegen KI-Verkehrs irgendwie zu hauen. Also mir ist jetzt seit dem Patch wieder passiert, dass wenn ich gefahren bin, dass sich die KI-Züge einfach irgendwo dann blockiert haben und dann einfach mein rotes Signal so nicht mehr weiterkam. Einfach alle KI-Züge blockiert haben. Und deswegen habe ich jetzt für die heutige Fahrt mal leider den KI-Verkehr ausgestellt. Ich hoffe, das wird sich noch ändern in zukünftigen Patches, dass der KI-Verkehr wieder funktioniert. Du kannst 80 fahren. So, naja, ich beschleunige aber nicht, weil wir haben ja hier schon unseren Bahnsteig. Und da sehen wir auch schon die Kameras von der Haltestelle, die angehen. An der Seite. So, wir sind in 6-Wagen-Zug. Deswegen müssen wir entweder in der Tafel mit der 6 oder wenn es keine gibt, dann spätestens an der H-Tafel hier halten. Ne?
Finde es interessant, dass auf der Kamera des Gegengleises noch mit der Zug auch gezeigt wurde. Nee, das ist immer der hintere Teil vom Bahnsteig, das ist der vordere Teil vom Bahnsteig. Es gibt zwei Kameras, es gibt eine hinten und eine vorne. Deswegen, genau, und jetzt steht hier Okay. A Ich und war eine froh. Zahl dahinter, was die Zahl dahinter bedeutet, weiß ich nicht, aber sobald dieses A hier steht, heißt das, dass wir im Fahrplan so weit sind, dass wir die Türen schließen dürfen, ne? So, jetzt ist noch eine Tür offen, jetzt ist sie zu. So, das heißt, wir können einmal losfahren. So, und hier vorne geht es auch geradeaus, hier in den mittleren Gleise. Da ist dann nochmal ein Abstell an der Hacke. U-Bahn-Züge, die gibt es in Nächster Halt, Barmbek auch. Borgweg. Ausstieg links. Dann gibt es in Barmbek auch so eine Abstellanlage. Haben die das jetzt noch nicht, weil aktuell kann man hier im Spiel nur fahren, aber mit der Next Sim, die ja jetzt demnächst bald ist, sollen noch weitere Features angekündigt werden. Es wurde vorhin auch angekündigt, dass es hier noch mehr geben wird, nur fahren, also was man eigentlich die gesamte Schicht des U-Bahn-Fahrers machen kann, also Hochbahn-Fahrers, heißt ja in Hamburg. Weil wir fahren dann mehr oberirdisch als unterirdisch mit unserer U-Bahn. Dass man einmal eine gesamte Schicht machen kann mit Rangierfahrten und Kriegsbeginn und bla 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 und alles. Mal schauen, was da noch kommt, aber aktuell kann man erstmal nur fahren. Deswegen werde ich jetzt in dieser Folge einmal hier in diese Richtung fahren und dann in der anderen Folge nochmal die Gegenrichtung uns anschauen. Eine Fahrt dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ist deswegen auch eine ganz nette Länge, würde ich sagen, für eine U-Bahn-Fahrt. So, und hier steht es übrigens auch auf dem Bildschirm zu kurz gefahren. So, und ab jetzt ist unser Zug auf dem gesamten Bahnsteig drauf, wenn dieses, wenn da das nicht mehr drauf steht. Und wir fahren bis zur Harthafen vor natürlich. So. Einmal in die Außenkamera noch gehen. Jetzt kann ich auch drehen. Genau, und das sehen wir es auch hier. U3er Hauptbahnhof Süd. Und die Anzeige davon wird dann noch im Laufe der Zeit jetzt von Haltestelle zu Haltestelle nach und nach noch wechseln. Das wir dann auch noch beobachten können. So. Wir können die Türen schließen. Wir sind dran mit der Zeit. Genau, 7:06 Uhr ist Abfahrt. Das haben wir jetzt auch. Türen zu und weiter geht's direkt. Da kommt dann. Ja, es ist, nee, ist nicht richtig. Tunnel ist nur eine Brücke wieder. Aber Tunnelabschnitte kommen noch. Nächster Halt, Zierichstraße. Ausstieg links. Die U3 ist auch so ein bisschen so eine Tourlinie. Das heißt, wir werden noch an einigen Touristenattraktionen vorbeikommen. Noch an der Innenstadt und so weiter und so fort. Aber natürlich starten wir jetzt erstmal ein bisschen außerhalb, kommen in die Innenstadt, fahren dann wieder ein bisschen nach außerhalb, nach Barmbek und dann noch ein Stückchen weiter außerhalb nach Landsberg. Muss sagen, sieht eigentlich alles ganz schön aus hier. So, links und rechts die ganzen Bäume, die Ja, sehr Häuser. schön gestaltet. Mir gibt es so ein bisschen S-Bahn-Vibes, muss ich sagen. Ja, du hast halt sehr viele Halte auf sehr kurzer Strecke. Ja, ist halt an sich wie eine U-Bahn, nur oberirdisch. Aber irgendwie nicht richtig eine S-Bahn, weil S-Bahn hat irgendwie ein bisschen mehr Zugfeeling, was hier halt aber wieder fehlt. Wenn man sagen muss, also vieles ist bei einer U-Bahn hier schon analog zu Zügen. Also zum Beispiel auch mit den Haltetafeln hier. Diese H-Tafeln gibt es ja bei Zügen auch. Das sind an den Stellen, wo man dann halten muss. Und es gibt da so H-Tafeln mit halt eben Meterangaben, mit ja, okay, wenn der Zug so und so lang ist, dann musst du bereits dort halten. Ne? Was halt hier eben, ne, Losfahren. mit diesen Schildern für 3, 4 und 6 gemacht ist, also je nachdem, ob du 3, 4 oder 6 Wagen hast. Aber ihr seht es ja auch hier auf der Anzeige, wir haben ja 1, 2, 3, also einen 3-Wagen-Zug und dann noch einen zweiten 3-Wagen-Zug gekoppelt, also sind wir insgesamt 6-Wagen-Zug. Na komm, Tür zu und weiter geht's. Will nichts sagen, aber das 40 Minuten, 40 Minuten genau, 40 Sekunden Verspätung. Naja. Nächster Halt. Kellinghusenstraße, Übergang zur U1. Ausstieg links. In der ersten Version ohne den Patch, da gab es noch diese Anzeige hier oben mit, wann man abfahren soll. Die gab es noch gar nicht. Das heißt, man musste wirklich auf dieses Display da schauen mit den Kameras, was ich aber am Anfang natürlich nicht wusste, weil es gibt auch kein Tutorial aktuell in diesem Spiel hier. Und da bin ich dann einfach halt eben so gefahren halt, und habe nicht auf den Fahrplan achten können, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich den Fahrplan einsehe. Und da hatte ich dann immer deutlich, deutlich Verfrühung. Also, wenn man ordentlich fährt, dann ist das ja wirklich ein Klacks der Fahrplan. Also, der Fahrplan ist echt nicht sehr eng gestrickt. Einfach noch, wie ich nebenbei redet, dann ist natürlich immer eine Sache, dass man da Verspätung aufbaut am Ende oder zumindest nicht so ordentlich fährt. So,
ich mal zum Beispiel eine Tafel mit der 6, an der ich jetzt halte, und nicht da vorne mit der H-Tafel. Aber hoffen wir einfach darauf, dass ich nicht Verspätung ordentlich bekomme, weil theoretisch, wenn ich den KI-Verkehr anhätte, würde 5 Minuten hinter mir die nächste Bahn kommen, weil hier auf der U3 ist nämlich ein 5-Minuten-Takt. Let's go. Ja, die Türen sind noch offen. Also jetzt. Ja, ich nicht, während gerade alle Leute noch ein- und aussteigen, schon die Türen schließen. Ne? Ist ja wie in der Realität, ich muss mich an den Fragen orientieren. Sieht man irgendwo, ob noch gerade Leute ein- und aussteigen? Ja, du siehst, wir haben halt unseren Zug, wir haben gleich an der nächsten Station, siehst du, die Türen, die blau sind, die sind freigegeben, also die können die Fahrgäste öffnen, und die grün sind, die sind gerade geöffnet, die Türen. Warte, wo sehe ich den Zug? Hier auf dem Display rechts. Ich sehe deine Maus nicht. Ja, auf dem Display rechts, Display. Okay, da. Ah, okay. Das linke Display, da sind die Kameras, auf dem rechten Display, alle. Da siehst du so einen kleinen Miniaturzug. So, Eppendorfer Baum, jetzt mal hier in einem etwas teureren Viertel angekommen. In Hamburg. Boah, ich finde das total schön mit diesen Bäumen, wirklich. Guck mal, das Festland ist bisher überall wie eine 1 gehalten habe. Ist schon ziemlich gut. Nicht wie ein Zusi, wo ich dann teilweise drüber hinausgerauscht bin, weil ich ordentlich geachtet habe. Und guck mal, jetzt haben wir schon wieder eine Minute Verfrühung. Oh. Also siehst du jetzt die Türen, die offen und nicht offen sind? So, jetzt sind alle zu? Ja, jetzt sind alle zu. Wir haben noch eine halbe Minute zu warten, ne? Außer wir wollen mit Verfrühung hier losfahren am Eppendorfer Baum. Also steht's auch auf dem linken Display. Zwischen den Kameras steht auch da, warten, ne? Also müssen wir warten, ne? Aber während wir noch warten, kann ich euch mal ein Feature zeigen. Und zwar können wir tatsächlich hier sogar Ansagen machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf einen Knopf gedrückt halte und dann in mein Mikrofon, wie ich eigentlich die ganze Zeit schon mache, spreche, dann kommt hinten im Zug tatsächlich auch eine Ansage. Dass wir uns hier zum Beispiel eine Ansage machen auf der Seite. Zurückbleiben bitte. Zurückbleiben bitte. Hat man gerade ganz leicht nur gehört, aber da, dass die Türen zu sind, deswegen hat man es gerade sehr schlecht nur hören können. Aber tatsächlich kam eine Ansage, zurückbleiben bitte. Jo, hab's gehört. Ich kann gleich nochmal aussteigen, dann kann ich nochmal eine Ansage machen. Mal noch mal kurz die Tür aufmachen und aussteigen. Ne? Hohe Luftbrücke. Ausstieg links. Ja. So, hohe Luftbrücke. Jetzt komm mal langsam Richtung Zentrum. Da finde ich auch schon hier unten so eine Allee. Links und rechts hier von unseren Schienen ist Straße mit Bäumen und in der Mitte ist eben dann hier unsere Hochbahntrasse. Wie laut sind so U-Bahn, also Hochbahn hier in dem Fall? Weißt du das? Das ist irgendwie. Ich würde sagen, jetzt nicht so laut. Aber halt wie so eine S-Bahn. Wegen Anwohnern. Ja, aber ich glaube, wer in Hamburg wohnt und in der Nähe von der Hochbahntrasse zieht, der weiß das einfach. Das sind halt wie Leute, die in der Nähe von einer Bahnstrecke wohnen. Naja, die ist wahrscheinlich schon länger dort, als du wohnst. Deswegen musst du dich ja halt dran gewöhnen. Dass du eine Bahnstrecke hast mit Bahnlärm. Das ist hier ja genauso. Jetzt ja in Hamburg auch eine neue U-Bahn-Linie bauen, aber zum Beispiel die ist dann wirklich auch größtenteils unterirdisch, weil einfach oberirdisch ist einfach kein Platz mehr. Ne? Früher, als noch in der Industrialisierung, als die Städte gerade gewachsen sind, da konnte man noch schön überall hier Bahnstrecken und sowas in die Städte reinbauen, weil sich dann die Stadt einfach daran angepasst hat. Aber jetzt ist ja alles zugebaut, da müsste man ja alles Mögliche abreißen, theoretisch. Das ist ja, kann man ja nicht machen. Guck mal, übrigens, jetzt steht nicht mehr dran Hauptbahnhof Süd, sondern steht wirklich dran Wandsbek Gartenstadt in unserem Zug, weil wir jetzt so weit von Baumbek weg sind, dass die Leute jetzt wirklich wissen, okay, Richtung Wandsbek Gartenstadt, das ist denn der nach Wandsbek Gartenstadt und die Gegenrichtung nach Baumbek, das ist der nach Baumbek. Auch wenn wir natürlich auch an Baumbek vorbeikommen, aber in die Gegenrichtung ist es ein kürzerer Weg bis Baumbek als bei uns hier. So, eine Tür ist noch offen, aber ich kann schon mal Türen schließen sagen. Und also zu. So, und jetzt kommen wir zur ersten großen U-Bahn-Station, und zwar nach Schlumpf. Nächster Halt, Schlumpf. Übergang zur U2. Ausstieg links. Und hier ab Schlumpf kommen wir jetzt auch in den innenstädtischen Bereich von Hamburg. Und da kommen wir jetzt auch langsam in den Tunnel, weil vor allem in der Innenstadt natürlich ist vieles untertunnelt. Dann, ich denke, hier ab Schlumpf beginnt dann.
erste große Tunnel. Ich glaube, der endet dann auch erst hinterm Hauptbahnhof. Ja, Tunnel. Wenn ich mich richtig erinnere. Und so viele Ortscamps habe ich jetzt auch noch nicht. Nach ein paar Stunden, die ich hier und her gefahren bin. So, jetzt geht es gleich runter auf 60 einmal. Ja, der Vorankündiger. Aber das ist eben nicht wie beim Eisenbahnverkehr einen Kilometer vorher, sondern so 100, 150 Meter vorher. Ja, deswegen muss man manchmal dann doch ein bisschen schärfer bremsen. Also im Tunnel sind nur noch 50 km/h. So, jetzt fahren wir hier rein. Die Station ist ja noch gut beleuchtet, aber im Tunnel dann wird es echt dunkel. Da sehen wir jetzt gleich auch einmal das Licht anschalten, ne? Im Fahrgastraum. Weil sonst sitzen die Fahrgäste gleich alle komplett im Dunkeln. Das muss ja nicht sein. So, und zwar haben wir hier einmal einen Lichtschalter. Zack, und plötzlich haben wir hier Licht und da drin bei den Fahrgästen haben wir auch Licht. Kann man mal ganz kurz aufstehen, kann mal reingehen. Und zwar sehen wir hier auch die Bildschirme. Die sind tatsächlich auch, also die laufen tatsächlich auch von Haltestelle zu Haltestelle. Also steht jetzt nicht da zufällig stumm dran, sondern steht wirklich stumm dran, weil wir stumm sind. Wir können wirklich auch sehen, okay, nächste Stelle ist Sternschanze, dann kommt Feldstraße, dann kommt St. Pauli. St. Pauli soll, glaube ich, auch jemand ein Begriff sein. Also, jetzt langsam kommen wir wirklich in die bekannten Bereiche rein. So, aber schnell wieder zumachen, weil wir sollten langsam abfahren. Türen schließen, ne? Also, das finde ich auch ganz schön, diese Details, dass einfach da drin diese Monitore auch wirklich funktionieren. Im Tramsim zum Beispiel, sind die Monitore ja zum Beispiel statisch. Nächster Halt, Sternschanze. Übergang zur S21 und S31 sowie zum Messegelände. Next Stop, Sternschanze. Please exit here for Exhibition Hall. Ausstieg links. Jetzt mal in die S-Bahn umsteigen. Da haben wir natürlich auch noch zusätzlich eine S-Bahn. So, U-Bahn. Und Türen wieder auf. So, was sagt die Zeit? Na? Ja. Ein paar Sekunden zu spät, aber gut, da bin ich ja gerade noch mal hinten im Zug rumgelaufen. Ne? Ich denke, was wir haben. Du bist mit 30 Sekunden Verspätung bist du losgefahren. Ja, 30 Sekunden, das geht noch. Ja, ich sag's mal so: Ich hatte jetzt vor kurzem hatte ich mal in, den Fall, dass ich mit einem ICE fahren wollte. Ja, und meine Straßenbahn hin zum ICE, die hat auf einer Strecke. In Realität, es geht gerade um eine reale Geschichte. Pascal erzählt gerade nicht darüber, wie er ins Susi oder ins ICE gefahren ist. Und ich muss also mit der Straßenbahn erstmal zum ICE hinfahren. Und meine Straßenbahn auf der Strecke von 10 Minuten, die ich zum Hauptbahnhof gebraucht hätte, 10 Minuten Verspätung gemacht. Noch. Ja. Hast du doch geschafft? Nee, ich habe die Rücklichter gesehen. Noch damit der nachfolgende Regionalbahn fahren. Autsch. Und als ich im Hauptbahnhof ausgestiegen bin, stand hinter uns schon die nächste Straßenbahn, weil 10 Minuten taktet irgendwie die nachfolgende Straßenbahn, die hat es irgendwie pünktlich geschafft, um durch den Verkehr zu kommen. Nur meine Straßenbahn nicht. Dann sind wir raus aus dem Tunnel und da vorne kommt gleich direkt wieder Tunnel. Deswegen lassen wir das Licht direkt mal an. Lohnt sich das erst auszuschalten, direkt hier wieder anzuschalten. Straße. Wie auch das ganze Haltestellengestaltung hier mit diesen gelben, roten und blauen Zierstreifen an der Seite. Das ist Kunst. So, hier so wieder pünktlich, würde ich sagen. So, Türen sind noch alle schön offen. Leute steigen an und aus. So, jetzt schließen sie. Das heißt, ich kann auch die Türfreigabe rausnehmen. So, jetzt kommen wir nach St. Pauli. Das kennt doch jeder. Nächster Halt. Hab ich noch nie gehört, den Namen. Ausstieg links. Hamburger Kiezbereich. Dort, wo das ganze Nachtleben stattfindet. Dort, wo der Fußballverein herkommt. Wie gesagt, ist ja in Hamburg auch so eine ganz wilde Sache. Mit zwei
zwei Fußballclubs, zwei großen, HSV und der St. Pauli. HSV habe ich schon mal gehört. Ja, HSV ist der Hamburger. Und dann gibt es noch den SV St. Pauli. Deswegen, alle, die Hamburger sind und was mit Fußball zu tun haben, den, oh Gott, jetzt ist mein Peak natürlich vorbei mit dem. Ich muss einfach nur mal fragen, St. Pauli oder HSV, da ist direkt schon die Diskussion entbrannt. Wie schlimm ist es? Erste Tür. Das geht Tür ist nicht mehr. Das sehe ich ja auch gerade erst. Guck mal, hier sind sogar Pixelfehler in der Anzeige drinne. Siehst du das? Wie meinst du das jetzt? Ja, ist das, dass hier die Buchstaben teilweise verkrüppelt aussehen. Dass die Anzeige kaputt. Dass die Anzeige da bisschen kaputt ist. Das ist ja cool. Diese ganzen kleinen Details, die mag ich. Und wenn jetzt noch ein bisschen Content dazu. Du bist kommt, Entwickler und hast die Anzeige verkackt und die Menschen freuen sich darüber, dass es realistisch ist. So, oh, das ist ja sogar Pixelfehler drin. Aber wie gesagt, also die Details und das Spiel an sich ist schon ganz cool. So, und jetzt muss nur noch ein bisschen Content zu sich kommen, außer im normalen Farm. Aber das wurde schon angekündigt, dass da aber noch was kommen wird. Deswegen bin ich guter Dinge, dass ich mein Geld nicht umsonst ausgegeben habe. Übergang zur S1, S3 und zu den Hafenfähren. Next Stop, Landungsbrücken. Please exit here for harbor boat trips. Ausstieg rechts. Hoverboard Trip? So, jetzt kommen wir zu den Landungsbrücken. Und zwar sind wir jetzt im Hafenbereich. In Hamburg. Ja, einmal um die Kurve rum. Wenn wir jetzt gleich hier rausfahren, sind wir im Hafenbereich. Da haben wir jetzt gerade schon Schiff sehen können. Und da vorne, seht ihr das auch schon, da ist die Elbphilharmonie. Sowas. Die ist ja noch gar nicht ab und zu mal kaputt gegangen und wurde in Brand gesteckt in anderen Projekten auf diesem YouTube. Grüße gehen raus an die Emergency, ne? Stimmt, der eine Einsatz wurde dieses Flugzeug da fast in die Elbphilharmonie reingekracht. Was? Ist es nicht sogar reingekracht? Nee, es ist nicht reingekracht. Das ist ganz knapp vorbeigeschwammt. Das ist dann in den Hausener Speicherstadt reingeflogen. Ach, das war das. Das war irgendein großer Einsatz in Emergency 5. So, Türen können wir schließen. Sonst soll ich auch extra langsam wieder fahren. Jetzt soll ich hier 50 fahren. Gleich da vorne kommen wir 40. Nächster Halt, Baumwall. Ausstieg rechts. Wollen wir mal hier ein bisschen rausschauen in den Hafen. Ne? Schiffe. Hier unten haben wir Hafenboulevard irgendwie. Scharfe Kurve, um die wir einmal rumfahren. Du könntest echt Touristenführer werden. Ja. Dann haben wir hier aber die ganzen Verladekräne vom Hafen. Elbphilharmonie. Teure Häuser. In zentraler Lage. Ich kann das Licht mal wieder ausmachen. Das brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Das sind wir jetzt draußen wieder. Schauen, die Leute steigen auch wirklich ein und aus. Das ist nicht wie beim wie war der U-Bahn-Simulator in Berlin da? U6, irgendwas? Auf der U7 da. U7, okay. Wo da gefahren sind. Nicht da, wo du einfach nur irgendwelche Pappaufsteller, die aussehen wie Menschen, auf dem Bahnsteig hast und dann einfach nur in der Theorie die Türen öffnest und schließt. Nee, am besten sind das doch so, noch so Pappaufsteller, die sich danach ausrichten, von wo du schaust. Nee, hier hast du wirklich Leute, die an den Türen stehen, den Knopf drücken, wirklich reingehen. Oder der eine Typ, der da einfach nur vor der Tür steht und nichts macht. Wenn er nicht einsteigt, dann steigt er halt nicht ein, kann ich auch nichts machen. Wir sind immer noch bei 30 Sekunden Verspätung. Ja. Oder schon wieder. Aber 30 Sekunden ist ja noch höflich, also das merkt ja keiner. Nächster Halt, Rödingsmarkt.
Meinst du, da springt die Uhr noch nicht um und deshalb merkt keiner, dass es eine Verspätung ist? Die Leute wissen ja nur, ich soll 7.24 Uhr Rödingsmarkt abfahren. Und ob ich 7.24 Uhr und 10 Sekunden oder 7.24 Uhr und 30 Sekunden abfahre, das interessiert die Leute ja nicht. Es wäre dann aber 40 Sekunden bei 30 Sekunden Verspätung. So, und jetzt kommt einmal gleich die engste Stelle der gesamten Strecke, wo auch die Langsamsgeschwindigkeit haben, nämlich 30 km/h. Und vielleicht eine richtig, richtig enge Kurve hinter Rödingsmarkt. Da hat man eine richtig enge Kurve und in der Kurve geht es noch bergab runter in den Tunnel rein. Ach du Scheiße. Ihr seht gerade, wir sind ja gerade hier über den Straßen und wir dürfen jetzt gleich einmal eine enge Kurve fahren und dabei noch ab runter in den Tunnel. Deswegen 30 km/h sind nicht ganz unberechtigt. Ich mach schon mal das Licht an. Weil hier eine Haltestelle drin ist ganz schön dunkel. Aber gleich kommt auch wieder Tunnel. Und während ich da um die Kurve langsam fahre, muss ich jetzt nicht noch extra am Licht da irgendwie rumspielen. Ich glaube, es wäre zu viel, das Gute, ne? So, wir uns hinzu. So, dann haben wir, haben sogar 3 Minuten Zeit bis Rathaus, bis die nächste Station ist. Nächster Halt, Rathaus. Übergang zur U1, U2, U4, S1, S3 und zur Alster Touristik. Next Stop, Rathaus. Please exit here for Town Hall and Alster Boat Trips. Ausstieg rechts. Also es ist schon gewagt, was wir hier gerade gefahren sind, würde ich sagen. Es ist schon gewagt gebaut worden. Das ist ein ziemlich schweren Zug, ja. Ja, mit dieser engen Kurve, einmal links, da einmal rechts, Kurve. Für ein Auto wäre das jetzt kein Problem gewesen, aber du musst ja denken. Und dann noch so steil bergab und dazwischen den Häusern noch durchschlängeln. Hier fehlt ein kleines Stück Gleis. Aber schon die ganze Zeit, von Anfang an. Und hier im Rathaus war es auch so, dass hier in die Richtung vor dem ersten Patch der Bahnsteig zu kurz war. Joa. Wenn du mal selbst noch bis nach ganz, ganz vorne gefahren bist, waren die letzten 1-2 Türen waren nicht am Bahnsteig. Selbst jetzt noch knapp, aber wahrscheinlich ist auch in der Realität knapp. Aber hatten sie den Bahnsteig kurz. Also wir sind jetzt hier bis hier vorne gefahren. Wenn ich einmal nach hinten gehe, man sagt, es passt gerade so jetzt. Aber davor hat es nicht gepasst. Da war wirklich zu kurz. Guck, jetzt haben wir da noch eine halbe Minute Verfrühung wieder. Also. Das passt. Ist echt entspannt. Das pendelt sich schon wieder ein mit der Verspätung. Guck mal. U3 nach Wandsbeck-Gartenstadt einsteigen, bitte. U3 nach Wandsbeck-Gartenstadt einsteigen, bitte. Wollen wir's? U3 einsteigen, bitte. U3 einsteigen, bitte. Jetzt sind wir sogar ordentlich. U3 zurückbleiben, bitte. U3 zurückbleiben. Na, jetzt war ich zu langsam beim Aufstehen. Du kriegst Verspätung. Ja, ich muss noch kurz unsere Tür zumachen, sonst können wir nicht losfahren mit unserem Lieber. Ah, nichts ist unmöglich, wenn man will. So, nächste Station ist Mönckebergstraße. Was? Mönckeberg? Nächster Halt, Mönckebergstraße. Ausstieg rechts. Keine Ahnung, was die Mönckebergstraße ist. Das ist sowas wie der Kurfürstendamm in Berlin, nur eben in Hamburg. Also Berlin-Kurfürstendamm ist ja bekannt für das KDW und solche ganzen Läden wie Prada, Gucci, Louis Vuitton, Rolex, gibt es doch 3 Läden alleine auf dem Kurfürstendamm. Also das ist die Mönckebergstraße in Hamburg. Deswegen hier steigen die Schön und Reichen in die U-Bahn. Obwohl, na gut, eigentlich nicht. Sondern nur die, die schön und reich wirken wollen, weil die Schön und Reichen, die haben ihre Privatlimousinen, ne? Mit denen sie fahren. Die müssen sich nicht so wie eine U-Bahn hinabbegeben. Boah, ich weiß nicht, meine U-Bahn-Erfahrungen sind aber auch irgendwie so. Komm, letzte Tür noch. Zu. Zu! Dankeschön. Lang gedauert. So, und dann kommen wir schon zum Hauptbahnhof.
ist auch ein Flex, wenn du sagst, ja, Zugang zu allen S-Bahn-Linien. Ja, aber auch zu allen anderen U-Bahn-Linien. Da hat man ja gehört, U1, U2 und U4 und mehr U-Bahn-Linien gibt es ja nicht. Also wir sind ja die U3 und die U5, die bauen sie ja gerade. Und alle S-Bahn-Linien ist ja auch S1, S11, S2, S21, S3, S31, glaube ich. Gab es eine S4 auch schon in Hamburg? Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall. U3 nach Wandsbek-Gartenstadt, einsteigen bitte. U3 to Wandsbek-Gartenstadt, please enter. So, im Hauptbahnhof, da muss man noch alles international machen, ne? U3 to Wandsbek-Gartenstadt, please enter. Liste, klappt super, die Ansagen hier. Das ist so ein tolles Feature, das man rumspielen kann. Oh, ich sollte das Licht mal vielleicht wieder anmachen, ne? Nee, sorry. Ja, vielleicht. Sieht nur so dunkel aus hier drin, ne? Irgendwie. Vielleicht, Aber wird Licht nicht ist an. Übernommen. Es wird nicht nach draußen übernommen, das Rendern da. Aber hier drin ist an sich wird es auch dunkel. Oder die Fenster sind abgedunkelt. Aber hier drin wird es irgendwie auch dunkel, also. Ah. Ja. Aber jetzt sind wir auch Hauptbahnhof Süd, dann Berliner Tor, Lübecker Straße, Uhlandstraße, also ja. Das läuft hier schon live alles ab durch diese Anzeige. Also das finde ich auch ein wunderschönes Feature. So, Türen zu. Ja komm. Und dann auf geht's zur Haltestelle Berliner Tor. Nächster Halt, Berliner Tor. Übergang zu U2, U4, S1 und S21. Ausstieg links. So. Und da Berliner Tor kommen wir ja hier mal wieder raus. Ah, da haben wir auch noch eine Stelle, wo 30 fahren. Stimmt. Aber da ist die Kurve nicht ganz so eng. Nicht ganz so gewagt. Oder da müssen wir auch nochmal 30 fahren. Dann geht's mal kurz raus in den Tunnel, danach geht's wieder rein in den Tunnel. Vorgefahren, aber ja, so circa, ne? Also schon. Also Türen öffnen, sollte man vielleicht mal machen, ne? Das ist eine Idee, ja. Ich habe nur noch Umstand, öffne die Türen. Aber ja, wenn man die Taste nicht drückt, um die Türen zu öffnen. Jetzt musst du schon wieder schließen. Das sind alle zu, ne? Und 30 km/h jetzt weiter fahren. Halt, Lübecker Straße. Übergang zur U1. Ausstieg rechts. So, jetzt haben wir einmal hier, nämlich neben den Regionalbahngleisen lang. Und hier unten sind noch andere Gleise, die auch bürgert, die auch eine Stromschiene haben. Das sind aber die S-Bahn-Gleise. Weil die S-Bahn in Hamburg fährt nämlich auch mit Stromschiene. Das ist ja, also von Flügen in Deutschland fahren ja wirklich nur die S-Bahn Hamburg und die S-Bahn Berlin mit Stromschiene. Aber ich weiß, in Hamburg gibt es auch eine einzige S-Bahn-Linie, die dann irgendwann auf der Regionalbahngleis rüberwechselt, weswegen dort dann die Züge dann auch Oberleitungen. Also da gibt es die eine U-Bahn-Linie, die fährt stellenweise mit Stromabnehmer und stellenweise mit Stromschiene. Das ist auch ganz interessant. Dann wird dann wirklich an irgendeinem Bahnhof dann einfach gewechselt, Stromnehmer geht runter und dafür geht der Schleifschuh an die Stromschiene an. Stromschiene, das ist dieses Ding, was da unten links ist, da kommt genau. Der Strom für die U-Bahn her. Genau, da gibt es einen sogenannten Schleifschuh. Das ist einfach so ein Metallklotz, der dann immer drüber schleift und über den wir dann halt den Strom uns holen. Ähnlich halt eben wie bei anderen Zügen, halt eben mit dem Stromabnehmer, der dem oben an der Oberleitung lang schrabt und dort halt eben sich darüber den Strom bekommt. Na, ein bisschen zu weit. Aber passt. Sind ja in der Station, sind nur ein bisschen über das Schild in der 6 drüber gerollt. Und da vorne sehen wir auch schon das Licht am Ende des Tunnels. Da geht's wieder raus. Aber 1A pünktlich kann man nichts dagegen sagen, ne? Was wir hier fahren.
So, 8:50, 9:50, 7:34, Türen können zugehen. Na komm, letzte Tür auch noch zu. Ich sagte, letzte Tür schließen. Dankeschön. Wenn man immer diese Leute, die da noch hinten in der letzten Tür stehen und hier die aufhalten, damit die Leute noch angerannt kommen können, ne? Nächster Halt, Uhlandstraße. Ausstieg rechts. Oh, so ist das halt. Du wartest halt eben da, kannst nicht machen, kannst nicht weiterfahren, weil die Tür blockiert ist, weil irgendjemand noch drin steht und dir noch auffällt für jemanden. Bist du auch machtlos. Ist doch nett. Kannst du höchstens eine Durchsage machen, aber... Rücktreten von der Tür, bitte. Wir nehmen keine Rücksicht auf Verluste. So, dann noch ein nettes Zurückbleiben, bitte. Und dann noch ein harsches Ich sagte zurückbleiben. Und dann klappt es auch. Tür auf. Hat gerade auf den Knopf gedrückt, aber haben noch gerollt. Und während man rollt, kann man hier die Tür noch nicht aufmachen. Nicht wie in Susi bei den Zügen, wo man schon, während man noch fährt, den Knopf drücken kann. Und wenn man dann eben steht, geht die Tür auf. Sondern hier kannst du den Knopf erst drücken, wenn du schon stehst. Vorher bringt das nichts. Ist nicht wie bei den meisten Zügen. Entschuldigung. Was war das denn? Ja, es sind noch ein paar Fußgängerpfade, glaube ich, nicht 100% richtig gesetzt. Wer hat den Winkel falsch getroffen von der Treppe, wo er runtergehen soll? Oder auch einfach despawnen, wie du weißt, ne? Ja, was heißt mit gleich, also was ich mir vorstellen könnte, da war ja gerade eine Treppe, wo er da eigentlich runtergehen hätte können. Einfach das denke ich, da fehlt einfach einer der Punkte, die er ablaufen muss. Also NPCs machst du ja meistens so, dass du einfach Punkte hast, wo die hinlaufen müssen. Und ich denke, da hat jemand den Punkt am Ende der Treppe unten vergessen. Nein, laufen der einfach quer über das Gleis und dann fallen sie durchs Gleis nach unten durch. Nee, er ist nicht durchgefallen. Ich denke, er despawnt dort halt sowieso, weil ab da siehst du ihn halt als Spieler nicht mehr. Oder das halt eine Barrier. Und ich denke, der ist halt dann die Treppe runter normalerweise, hat da dann den Punkt, geht dann nach links unter die Gleise und despawnt dort. Genau. Weil Spieler sieht ihn nicht mehr, ist egal. Und ich denke, da ist einfach der Punkt an der Treppe unten, der fehlt. Und deswegen ist er dann einfach direkt den Weg dorthin. Sie läuft aber nur nach links und despawnt dann mit noch den Gleisen. Genau, aber halt auch gleichzeitig runter, weil er, ja, eigentlich die Treppe runtergehen sollte. Naja, sind halt kleine Fehlerchen, aber... Die kann man verzeihen, würde ich sagen. Ich komme mit der Zeit noch ausgepatcht. Sonst denke ich ja eh, dass man gerne, dass du es bei Spielen machst, dass man die entweder so gut wie fertig released direkt, oder noch halt eben kleine Fehlerchen rauspatcht. Halt eben dadurch, dass man einfach eine riesige Community hat, die dann testen kann, das Ganze. Oder man verpflichtet Spieletester. Oder man macht es eben vorher mit einer geschlossenen oder mit einer öffentlichen Beta. Halt eben, mit dem man dann auch testen kann. Zum Beispiel The Bus läuft über eine öffentliche Beta, der jetzt nach und nach mehr Content hat. Jetzt kommen wir zum ersten Mal 80 vor. Jetzt wird er runter auf 60. Viel besseres Beispiel für eine offene Beta, bis diese Alpha ist, Star Citizen. Ja, gut, das ist ja eine Alpha für immer gefühlt. Crowdfunding. Das Ding ist ja an sich eigentlich schon ein fertiges Spiel, was einfach nur immer weiter noch Inhalte dazukommen. Echt fertiges Spiel würde ich das auf jeden Fall nicht bezeichnen. Dafür ist noch ein bisschen viel. Bugs drin. Also The Bus ist ja eben, an sich ist eigentlich auch schon gefühlt wie ein fertiges Spiel. Es wurde ja auch schon, als die Beta damals am Anfang released wurde, war es an sich schon ein fertiges Spiel, in dem man einfach nur auf einer Linie hin und her fahren kann. Jetzt kann man auf vier Linien einfach nur hin und her fahren und auch schon vom Betrieb zu und sofort. Und es gibt auch schon erste Mod-Maps, weswegen wir jetzt auch demnächst mit The Bus anfangen werden. Weil ehe die ganzen Mod-Maps hier explodieren vor uns und ich nicht mehr weiß, was ich dann zeigen soll, fange ich lieber jetzt an und zeige dann nach und nach alles, was rauskommt. Also an sehenswerten Mod-Maps. Da müssen wir mal in der Aufnahme gucken, ob das mit deinem Mikro normal ist, weil du rauschst bei mir ziemlich. Du rauschst bei mir mehr als sonst. Ich rausche bei dir. Sollte das in der Aufnahme sein, dann bin ich natürlich zu entschuldigen. Da werden wir uns nach der Aufnahme auf jeden Fall mal ansetzen, ne? Was da jetzt schief gelaufen ist. Oh, das liegt einfach an, ne? Discord. Nee. Also Discord filtert das schon raus, dass es sozusagen nur ist, wenn du sprichst. Aber wenn du halt sprichst, dann höre ich halt so einen Hintergrund. Es kann sein, dass mein PC rauscht.
durch die Lüftung. Aber gut, der bekommt demnächst bald irgendwann ein neues schallgedämpftes Gehäuse. Bei mir steht mal wieder ein PC-Upgrade bevor. Bei mir gibt es eine neue CPU nämlich. Und auch neuen RAM. Wie viel hast du die? Ne, ich habe jetzt schon 32, aber ich hole mir wieder 32, aber DDR5 RAM. Weil meine neue CPU, die ich mir hole, die hat AM5-Sockel. Also eine der neuesten AMD-Prozessoren. Und die unterstützen nur noch DDR5 RAM. Deswegen. Deswegen brauche ich für eine neue CPU, dafür brauche ich einen neuen Sockel, also brauche ich ein neues Mainboard und mit dem brauche ich auch einen neuen RAM. Deswegen. Also ersetzt du praktisch alles außer das Netzteil und die. Den. Grafikkarte. Ja, was bei mir Grafikkarte, aber. Und der Lüfter, genau. Bleibt auch, der CPU-Lüfter. Ja, okay. Aber CPU, Mainboard und RAM kommt neu. Und mit dem Zug ruhig auch gleich ein neues Gehäuse auf. Wo ich auch noch ein paar extra Lüfter reinmache, weil schallgedämpfte Gehäuse haben nur so einen bisschen schwierigeren Nervflow. Die können natürlich auch normale Versionen auch einen schlechten Nervflow haben, aber denen ist ein bisschen schwieriger, einfach weil die eben noch schallgedämpft sind fort. Deswegen tue ich da noch ein paar extra Lüfter noch mit reinschrauben. Guck mal, unser nächster Halt ist Baumbek. Wir sind einmal eine Runde rumgedreht. Kommen jetzt aber in den Gleisen außen an und nicht in der Mitte. Weil wir dann nämlich weiterfahren nach Wandsbek-Gartenstadt. Es sind zwar nur noch zwei Stationen, die wir weiterfahren, aber trotzdem. Wir fahren noch mal ein Stückchen weiter. Hier sind jetzt die Wendegleise, wo wir eigentlich hergekommen sind. Für die mittleren Gleise, also für die Züge, die hier anfangen. In Richtung Wandsbek-Gartenstadt. Und die kommen dann hier auf die mittleren Gleise, wo wir auch gestartet sind. Also da kommt man auch wieder in die Gegenrichtung an, auf die mittleren Gleise. Ne? Während wir hier auf den beiden äußeren Gleisen fahren. Und hier drüben, rechts von uns, auf den beiden Gleisen, fährt, glaube ich, die U1 fährt dort, glaube ich. Ja. Also eine andere U-Bahnlinie. Und die U3 hat hier einfach die Bahnsteigkanten. Ne? Halt eben hier außen. Von und nach Wandsbek-Gartenstadt, in der Mitte von und nach Barmbek. So, Türen auf. Halbe Minute kann man warten. Ne? Dann geht es jetzt hier einmal über diese riesige Brücke da nach rechts weg Richtung Wandsbek-Gartenstadt. Würden wir geradeaus jetzt weiterfahren, würden wir wieder die Runde von gerade eben beginnen. Das kannst du endlos da rum. Beziehungsweise würden wir in den Betriebshof reinrollen. Weil der ist mich auch da geradeaus nach unten dann. Also hier ganz geradeaus würdest du in den Betriebshof reingehen. Nächster Halt, Habichtstraße. Ausstieg links. Jetzt hier noch weiter nach links. Ein Gleis weiter nach links würdest du dann wieder die Runde von vorne losgehen. Und hier geht's jetzt hoch auf die Brücke. Der wird dann nach rechts einmal zur Seite wegschwenken. Ne? Drüben haben wir dann noch die Gleise der U1 und von irgendwelchen Zügen oder so. So, jetzt hinter der Brücke, dann können wir bis Wandsbek-Gartenstadt können wir mit 80 km/h durchrauschen. Und aber ordentlich Stoff geben. Also kommt noch dann die Habichtstraße, aber auch erst in 2 Kilometern. Also hier haben wir dann jetzt auch ordentliche Haltestellen an. Ja, es dauert jetzt ein gutes Stück, bis wir da sind an der nächsten Haltestelle. Weil es ist bloß nur 1,1 Kilometer. Okay, ich hinterfrage es nicht. So, wie der ist der Fall? 80 kommt, genau, jetzt die 80 km/h. Thank you.
gewählt ist, dass die Anzeigen draußen noch nicht funktionieren. Also mal genau schaut, wieder da U3 Informationen. Aktuell sind keine hier Dingens verfügbar. Das ist ein bisschen schade. Die Anzeigen an den Bahnhöfen. Genau, die an den Bahnsteigen, die Anzeigen. Aber ich vermute, dass die auch noch kommen werden irgendwann. Mit dem, was dann dran steht, hier U3 in so und so vielen Minuten, ne? Mhm. Weil theoretisch müsste das ja, glaube ich, auch nicht so schwer sein, weil an sich kennt man ja den Fahrplan hiervon, also an welcher Uhrzeit welcher Zug da sein soll. Also kann man ja sagen, dann hier in 5 Minuten, in 10 Minuten, in 15 Minuten soll einer da sein. Plus, man kann ja einfach auch die Echtzeitverspätung, sage ich mal, wie es einfach dann dasteht, wenn du jetzt da bist, einfach dasteht in 9 Minuten. Ne? So, unabhängig davon, wann du kommen solltest. Jo. Ausstieg rechts. Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. This train terminates here. All change, please. Genau, Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Also in Tramsim oder in der Bus ist das ja auch gemacht. Dass halt daraus die Anzeigen funktionieren. Nur dass die Tramsim zum Beispiel bei den externen, bei den anderen Straßenbahnen, die man nicht selber fährt, sogar da, selbst da die Verspätung angezeigt wird. Und in der Bus natürlich noch nicht möglich, weil die Busse noch keine Verbindung haben können, weil es auch keine KI-Busse gibt. Wenn, dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass da auch die Verbindung angezeigt wird. Deswegen bin ich ja guter Ding, dass es ja auch noch kommt. Mit den Anzeigen am Bahnsteig. So, und hier kommt jetzt wieder die U1 links und rechts. Und wir halten in der Mitte am Bahnsteig. Die U1 außen hält. Also mal auf dem Schild U3 Information, derzeit keine Echtzeitinformation verfügbar. Sehr gut. Das wird bestimmt noch kommen. So, und jetzt haben wir hier vorne ein Signal, was gar nichts anzeigt, was bedeutet, dass wir, die laufen durch die Wand, dass wir als Rangierfahrt jetzt weiterfahren dürfen. Und zwar nicht einmal die Abstellanlage, nicht die Abstellanlage, sondern ins Wendegleis, wenn wir jetzt mal reinfahren dürfen dann. So, an sich müssen wir noch eine halbe Minute warten, aber das ist ja jetzt egal. Da sind jetzt ja eh keinen mehr. Wollen wir da mal runter, weil da 120 km/h nämlich fahren. Hier, wenn wir rangieren wollen. Jetzt kann man auch rüber auf die Gleise von der U1 wechseln, wenn man das will. Ne? Weil, keine Ahnung, Umleitung ist oder wir eine, dann als U1 weiterfahren wollen, müssen, dürfen, wie auch immer. Jetzt einmal hier rüber auf das andere Gleis. Dann fahren wir hier einmal in das Stumpfgleis rein. Dann könnte ich aber den Führerstand wechseln, könnte im Bordcomputer einmal dann das, was ich am Anfang der Folge gemacht habe, für die Gegenrichtung eingeben und dann könnte ich theoretisch sogar einfach weiterfahren. Also ich muss hier nicht jedes Mal beenden, ne? Sondern ich kann einfach dann rübergehen, Bordcomputer neu eingeben und dann weiterfahren als nächste Fahrt. Das finde ich auch ganz schön im Spiel hier. Kann man sich stundenlang mit beschäftigen und die ganze Zeit nur im Kreis fahren. Ja. Zack. Fahrzeit 51 Minuten, ne? Ja gut, das 51 Minuten liegt einfach daran, dass wir schon vorher am Bahnsteig dort in Barmbek ein bisschen rumstanden, ne? Deswegen. So, wenn ich jetzt hier aussteige, also ich kann jetzt hier einmal wieder den Fahrplan rauslöschen, ne? Kann ich hier auch aussteigen, ne? Dann sehen wir hier nochmal unseren Zug, jetzt so ohne eine Anzeige drinne von außen. Jetzt könnte ich hier einmal auf diesem Blechgitter ans andere Ende laufen und dann, ja, ne? Übrigens hier auf den Anzeigen drin steht jetzt übrigens auch nichts mehr drauf. Also die laufen wirklich live die ganze Zeit mit. Aber ja, ich laufe mal ans andere Ende vom Zug. Und wie ich dann die Gegenrichtung fahre, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen und ja, bis dahin, ne? Tschüss! Tschüss!